Das hier ist meine früheste Erinnerung. Kurz nach meiner Geburt wurde ich gemeinsam mit fast einer Viertelmillion anderer Küken in einen Hähnchenmastbetrieb transportiert. In den fensterlosen Hallen flimmerte das Licht der Neonsonne ununterbrochen. Unsere Nahrung bestand aus Kraftfutter, das dafür sorgte, dass jeder von uns in kurzer Zeit so viel Gewicht wie möglich zunahm. Es wurde also von Tag zu Tag enger. Stunde um Stunde sättigte sich die Luft mit dem beißenden Geruch unserer Exkremente, dem wir nicht entkommen konnten. Manche konnten durch die schnelle Gewichtszunahme nicht mehr laufen oder richtig atmen. Viele meiner Artgenossen überlebten die ersten Tage nicht. Doch auch mein Schicksal nahm am 13. Tag eine unerwartete Wendung. Mein Körper war mittlerweile viel zu schwer für meine schwachen Beine. Ich konnte mich aus eigener Kraft nicht mehr hinstellen und verletzte mir mein linkes Bein. Ich gehörte nun zu jenen, die nicht mehr fliehen konnten, wenn der große Stiefel kam, um die Verletzten mitzunehmen. Man schlug mit einer Schaufel auf mich ein, bevor man mich in den kalten Müllcontainer warf. Hier bin ich nun, seit 12 Stunden. Bei eisiger Kälte, umgeben von toten Küken, kämpfe ich, um zu überleben. Als ob ich gewusst hätte, dass mich jemand finden würde. Und ich wurde gefunden. Eine Hand hebt mich behutsam heraus. Ich spüre Wärme und darf so viel frisches Wasser trinken, wie ich möchte. Obwohl mir meine gebrochenen Gliedmaßen unendliche Schmerzen bereiten, versuche ich mir vorzustellen, wie es wäre, hier draußen zu leben, Platz zu haben, sich bewegen zu können und den freien Blick in den Himmel zu haben. Doch ich ahne es schon. Ich werde es wohl niemals erleben. Bitte werde aktiv, teile dieses Video und unterschreibe die Petition.